Und zwar machen wir die einfach. So. Dann hier wieder dran. Ich hoffe, dass das so funktioniert. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Muss da nicht hier nochmal eins hin? Machen wir nochmal hier eins hin zur Sicherheit. Ich weiß es nicht. So. Weiß nicht, wie das mit diesen Ampeln funktioniert. Ich hab, gar nicht. So. Da. Und da. So. Und jetzt müssen wir den gleichen Scheiß nochmal hier machen. Das heißt, wir machen jetzt. So. Ich denke, das ist falsch, wie ich das mache, aber ich mache einfach jetzt mal hier weiter. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. So. 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 Und so. Schätze ich mal, ne, dass es so richtig ist. Ich weiß es nicht genau. Naja, dann machen wir hier auch nochmal so ein Ding hin. Hey Knebel, das ist total Quatsch, was du da machst. Ja, das kann sein, aber ich habe keine Ahnung davon und ich probiere einfach rum. Und ich hoffe, dass es trotzdem geht. Schauen wir mal. So, dann da ein Signal. Hier ein Signal. Eins, zwei, drei, vier. So. Das machen wir einfach noch einen zweiten Zug. Das kommt natürlich der hinten gerade, oder? Wo ist denn der? Wo ist der? Ach, da, da drin ist der, okay. So, warte mal. Der würde jetzt hier aufgehalten werden, wenn der hier gerade kommt. Ja, das ist okay. So, Züge kaufen, warte mal. Ja, doch, können wir eigentlich direkt so. Und dann brauchen wir nochmal Kesselwagen, war das? 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen, Öl, Treibstoff. Und los. Bin ich mal gespannt. Der wird jetzt hier eh aufgehalten. Da vorne aber erst. So, und den schicke ich aber jetzt nochmal zurück ins Depot. So, warte, machen wir gleich. Dem haue ich noch einen Kessel hinten dran. Einen weiteren Kessel kriegt der. Wagen, Kesselwagen. So. Und Öl, Treibstoffzug. Ich bin ja gespannt. Wir werden es jetzt gleich am eigenen Leib erfahren, ob das so funktioniert, wie ich das hier gemacht habe. Die stoßen sich jetzt nämlich gleich. Oh mein Gott. Ich gehe auf die Geschwindigkeit plus 2 nur. So, er wird es. Also, er passiert das hier das erste Signal. Warte mal kurz, die beiden Züge hier reinziehen. Das ist der obere. Ah, Autosave weg. So. Fahren beide jetzt hier auf das Signal drauf zu. Jetzt wird's spannend. Hat der Knebel das richtig gebaut oder nicht? Das sehen Sie nach der Werbung. So. Na los. Der fährt es da rein. Es sind doch freie Wege. Nee, sind's nicht, weil das Ding zu klein ist. Okay, warte mal. Pause. Moment. Moment. Ich habe eine Idee. Wenn ich es einfach länger ziehe, müsste es dann gehen, ne? Was? Ach.
Kollision. Einfach länger machen. Was? Zu groß. So. So, das Signal hier kann weg. Also, dieses Signal hier ist korrekt. Dieses Signal hier ist auch korrekt. So, jetzt brauchen wir noch weitere Signale. Jetzt brauchen wir im Prinzip da eins. Dann brauchen wir da eins und da eins und da eins. Er fährt dran vorbei. Das ist ja awesome. Und wieso hat der jetzt hier wieder Waggons verloren? Hä? Guck mal, da sind sie wieder. Ich raste aus, Spiel. Wirklich. Okay, die Dinger sind also zu klein. Das heißt, wir müssen sie größer machen. Moment, das kriegt man hin. Das System funktioniert also. Es ist nur noch nicht ganz ausgereift. Na gut, ist aber kein Problem. So, warte mal kurz. Die Signale hier wegmachen. Weg. Auch weg. Ja, weil die Züge zu lang sind, geht das natürlich nicht. Logisch. So, fangen wir hier an. Ein bisschen großzügiger, ist ja egal. So, dann hatten wir jetzt ein Signal da. So, eins, zwei, drei, vier. Müsste die Züge reinpassen, ne? Ja, ja, doch, müsste reinpassen. Gut. Ja gut, das sind wirklich Babydinger. Hätte mir gleich von Anfang an auffallen müssen. Naja, egal. Nur mal was richtig. So, das weg, das weg. So, da fangen wir jetzt hier hinten so an. So. Okay. Eins, zwei. Drei, vier, ne? Sollte ja funktionieren. Muss halt immer vor dem Ding hier sein, bevor es sich quasi dann verjüngt. So, und dann haben wir nochmal so ein Ding hier unten gebaut. Ah, das hier zu vergrößern wird natürlich relativ schwierig. Mal probieren gleich, warte mal. Vielleicht kann ich es ja vor dem Tunnel nochmal so ein bisschen, ne? Schauen wir mal, ob das hier geht. Ah, kostet ein bisschen mehr, aber das geht. Okay, wunderbar. Nein. So, hier langziehen. So. So, dann machen wir ein Signal wieder dahin. Dann eins, zwei, drei, vier und dann hier so ein Signal noch hin. So, das sollte jetzt aber eigentlich wunderbar funktionieren. Schauen wir mal. Ja, das mal ein bisschen beobachten. Da hat es nichts mehr gelagert. Rohöl. Hat noch Rohöl drin. Wir hatten da noch Rohöl. Na egal, er schafft es eh runter. Wurscht. Oh, die wollten das wohl nicht haben hier. Wohl irgendwie nicht richtig funktioniert. Naja. So, ich lasse noch ein bisschen auf der Plus 3 laufen. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Jetzt treffen die sich ja erstmal nicht mehr. Naja, das ist okay. So, Produktion 0. Im Lager 0. Ja gut, die kriegen gleich ganz, ganz viel Rohöl. Und zwar 60. Das ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Eins. Ja, schauen wir mal. So, Zug.
Das liefert alles ab. Wunderbar. Nimmt Treibstoff mit. Ja, das ist okay. Soll sich auch ein bisschen verteilen, der Treibstoff. Die brauchen ja nicht quasi, die brauchen ja auch nicht leer zurückgehen. So, jetzt kommt der Zug hier. Okay, ja klar, jetzt müssen sie natürlich hier warten. Das R wartet jetzt hier auf diesem, auf dem linken Gleis. Er hier oben fährt weiter. Ja, so ist das halt, ne? Geht nicht anders, aber es ist okay, glaube ich. Gucken wir mal. Warten auf freie Wege. Es sind doch freie Wege. Oder darf ich dann nicht das Signal stellen? Warte mal. Ist das Signal hier falsch? Ach. Warte mal. Kann ich mein scheiß Signal hier löschen? Oh, weg. Mal gucken. Toll. Hä? Wieso wartet ihr auf freie Wege? Ist doch frei. Ist doch Unsinn. Hä, wieso fährt denn der jetzt nicht weiter? Es ist doch hier verfügbar, oder nicht? Der Weg. Oder ist es nicht richtig angebunden? Doch, doch, ist richtig angebunden, ne? Hä? Oder muss es hier an die Weiche dran? Ja, hup, hup, Schnauze. Fahr. Ist Nummer 1 dran? Keine Kohle mehr, warte mal. Oh, ist das nervig. Scheiß Züge. So, oder was? Ja, genau. Fahr dort lang. Korrekt. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Oh, ist das bescheuert, ey. Wenden. Wieso kann denn der das nicht? Das verstehe ich absolut nicht. Macht keinen Sinn. Aber gerade von... Also oben hat es doch funktioniert. Wieso geht es jetzt nicht? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Hat doch funktioniert. Verstehe das nicht. Wirklich unklar. Guck mal, das verstehe ich nicht. Der kann jetzt einfach hier dran vorbeifahren. Warum macht denn der das nicht? Ich hasse das so sehr mit diesen blöden Zügen, weil die einfach nicht funktionieren. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum. Mal, hier ist eine scheiß Ampel. So, diese Ampel sagt ihm jetzt, okay. Warte mal, ich rupp die weg, die Ampel. Die ist eigentlich auch völlig müllig. So. Okay. So, jetzt sieht er doch, hier vorne ist eine andere Bahn und hier rechts ist ein Gleis. Da fahr doch hier rechts dran vorbei. Wo ist das Problem? Verstehe das nicht. Genau, fahr drauf zu. Alter, das ist unglaublich. Das regt mich richtig auf, ohne Scheiß. Das regt mich wirklich sehr, sehr auf. Schon die ganze Zeit mit diesen Zügen, das ist, ich weiß nicht, das ist doch ein Bug, oder? Das kann doch nicht sein. Vor allem, hier oben hat es funktioniert. Ich habe da nichts anderes gebaut. Warte mal, das war, wo war denn das? Hier. Da hat es doch funktioniert. Ne, die Signale so rum, dann nochmal so rum. Und dann hier außen nochmal jeweils ein Signal in diese, in die jeweilige Richtung. Hier unten war keins, ne?
Aber das ist auch unnötig hier, das Signal. Ich glaube, diese Signale hier sind wirklich auch unnötig. So. Auf dem linken Gleis. Könnte ich auch so machen hier, ne? Ich denke mal, das ist im Grunde wurscht. Da fahrt er weiter. Ah ja, es fährt er weiter, okay. So, warte mal, dasselbe Spielchen mache ich jetzt nochmal hier. Koppelt hält besser. So. Nee, warte mal, das ist ja Quatsch, was ich hier mache. Das ist ja Unsinn. Also so ist es schon richtig, glaube ich. Die sollen sich ja quasi einfangen Die sollen sich ja hier in dieser Weiche einfangen, sozusagen. Nicht davor. So, ne? Soll also hier drinnen dann gestoppt werden und dann soll quasi eine von beiden Linien frei sein. Weil er nimmt sich auch eigentlich immer den freien Weg, wenn denn einer da ist. Deswegen verstehe ich das auch nicht, warum er das teilweise nicht macht. Er gibt keinen Sinn. Gar keinen. Die hier sind auch eigentlich total unnötig. Die bringen gar nichts. Er guckt ja quasi permanent, okay, ist der Weg frei. So. Denke ich mal zumindest. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, keine Kohle mehr. Ach. Weg. Und dann war hier noch ein Signal, ne? Ja, wir werden das nochmal jetzt beobachten. So, warte mal. Der Zug hier soll bitte mal ins Depot. Muss die umstellen auf nur Öl, weil die ruppen sonst den ganzen Treibstoff weg. Und das ist ziemlich kacke, weil den Treibstoff sollen immer die hier bekommen. Muss die also umstellen auf only Öl. Mache ich jetzt auch. Ist ja kein Problem. So. Kacke. Die Frage ist, wie mache ich das? Lalala, kann ich hier nicht irgendwie... Achso, Öl... Nee, Quatsch, nicht... Rohöl... So. 1, 2, 3, 4, 5 Wagen, okay. So, dann nehmen wir noch den anderen gleich, der kommt ja hier gerade. Und packen die auch nochmal nur Rohöl rein. Soll nicht einen Treibstoff daraus klauen, das ist nämlich Mist. Ins Depot. Ja. So. Rohöl. So. Dann kann er erstmal jetzt hier die normale Linie nehmen. So, und der bleibt noch ganz kurz im Depot und da warten wir mal noch fix. Bis der ja quasi hier oben ist, dass sie sich hier nochmal treffen. Ich will das nochmal testen. Hier ist noch irgendwie so ein Signal zu viel, ne? Da ist noch eins zu viel. Ach, come on. So. Hat er jetzt Rohöl geladen? Ja. So, und der kriegt jetzt auch diese Linie. Würde ich mal sagen, jetzt. So, da beobachten wir mal die beiden Züge nochmal fix. Und dann mache ich erstmal ein kleines Aufnahmepause. Ich muss das mal Revue passieren lassen. Irgendwas klappt hier absolut gar nicht. Ich weiß einfach noch nicht so richtig warum. So. Er passiert jetzt hier oben die erste Weiche.
Nee, aha. Er bleibt dort jetzt stehen. Warum eigentlich? Die hätten doch sich hier treffen können. Naja. Das ist unglaublich. Das ist so bescheuert, wirklich. Das ist so bescheuert. Das verstehe ich absolut nicht. Okay. Freunde, ich bin wirklich... Warte mal. Ich versuche es nochmal, den hier. Jetzt fährt er da oben wieder weiter. Na gut. Och, Mann. Warte. Versuchen wir es nochmal so. Aber die haben eigentlich... Ich weiß nicht. Also normalerweise dürften die keinen Einfluss haben. So. Dahin. Meep, 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 meep. Ja, er bleibt stehen. Das ist unfassbar, wirklich. Das ist unfassbar. Ich verstehe das absolut nicht. Warte mal. Ich habe noch eine andere Idee. Was? Nein! Nicht da lang fahren, du Idiot! Warte mal. Umdrehen. Verpiss dich. Das gibt's doch einfach nicht. Was? Umdrehen. Guck mal, jetzt wollen die beide über dieses Gleis. Ich verstehe das nicht. Was denn das? Ey, warte mal. Ich will die nochmal aufeinander zufahren lassen. Das kann doch überhaupt nicht sein. Moment. Das gibt's doch einfach nicht. Moment. Also, da noch eins hin. Da nochmal eins hin. So, und dann nochmal hier eins hin. So. Bitte einmal aufeinander zufahren. Das ergibt doch absolut keinen Sinn, ey. Einer von beiden hat jetzt normalerweise Vorrang. Ne? Also derjenige, der zuerst in diese Weiche quasi reinfährt, muss jetzt warten. Also eigentlich der. Genau, er steht es dort. Warum fährt... Was? Wieso zum Geier fährt denn der hier lang? Yeah. Nee, also ich weiß auch nicht. Ich mache jetzt ein kleines Aufwärtspäuschen, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was mit den Scheißzügen hier los ist. Mir völlig unklar. Das ergibt einfach wirklich gar keinen Sinn. Also noch mehr Signale kann man doch gar nicht... Das ist doch... Was wollen die denn von mir? Ja, hab ich keine Kohle mehr zu abreißen. Egal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin leicht gereizt und mache jetzt erstmal ein Aufwärtspäuschen. So, bis denne.